Ja, bei uns bei Herrn Braunschweig soll für einen großen niedersächsischen Automobilhersteller ein Wald von 60.000 Bäume abgeholzt werden. Und viele Braunschweiger fragen sich, ich mich auch, welche Verantwortung die Großindustrie, wie also Autokonzerne oder eben auch die Elektrizitätskonzerne, dass ihre Verantwortung gegenüber der Natur und der Klimaerwärmung in dem Sinne halten, oder reicht es, wenn sie sich also CO2-Abgase erkaufen und frischfröhlich frei weitermachen?